Ja, hallo und schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid bei einer neuen Sendung von Orga TV. Heute haben wir schon die 10. Sendung. Ja? Ja, ging ganz schön schnell, ja. Ja. Also heute haben wir wieder viele spannende Themen und auch einen Studiogast hier bei uns und es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Zur EM, hast du das letzte Deutschlandspiel geguckt? Ja, natürlich habe ich geguckt. Ich habe ganz eifrig mitgefiebert und endlich sind ja mal ein paar mehr Tore gefallen. Ja, das stimmt. Und du hast auch geguckt? Ja, natürlich. Natürlich für Deutschland gefiebert. Türkei ist heraus. Oh nein. Ja. Jetzt will ich für Deutschland fiebern, aber natürlich machen wir das gerne. Und ja, sind mal ganz froh. Wir haben ja eine Umfrage gestartet, ne? Und zwar so über unsere Nationalelf, über das deutsche Team. Und die Antworten stellenweise auch sehr, sehr witzig. Die seht ihr jetzt. Oh ja, Leute, was wollt ihr denn wissen? Wo findet die EM denn zurzeit statt? Frankreich. In Frankreich? In Frankreich. In Frankreich. In Frankreich. Okay. Und wie heißt denn der Trainer der deutschen Mannschaft? Joachim Löw. Jogi Löw. Das ist der Jogi Löw. Jürgen Klopp. Der Joachim Löw. Und wer steht im Tor der deutschen Mannschaft? Neuer. Manuel. Manuel Neuer. Der Neuer. Manuel Neuer. Manuel Neuer. Und wer trägt die Nummer 13 im deutschen Team? Das habe ich keine Ahnung. Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Nummern. Wer? Müller. Ja, richtig. Im deutschen Team. Schon ein bisschen schwerer. Das war mal der Ballack und jetzt Müller. Richtig. Ah. Ist es Thomas Müller? Ja. Ja. Thomas Müller. Ja, das waren die Antworten von den Studenten hier an der Uni. Und ich muss leider sagen, dass mit jedem, mit dem ich mich unterhalte, dass jeder sagt, dass Deutschland gegen Italien am Samstag ist das, gell, rausfliegen Nein. wird. Es ist ja, wie war das? Bisher hat immer Italien gewonnen gehabt gegen Turnieren gegen Deutschland, ne? Leider. Ich sage, Deutschland gewinnt. Aber ich muss es ja auch sagen. Was sagst du? Ich sag auch, Deutschland gewinnt. Natürlich. Natürlich. Ne? Wir sind optimistisch, natürlich. Weil wenn man negativ denkt, wenn man schlecht denkt, Nein. dann passiert es auch so. Aber wir haben Wille. Übrigens, in der Mannschaft, das wollte ich jetzt noch ganz kurz erzählen, ist mir gerade eingefallen, der Jonas Hector. Der, hast du ja schon gehört? Ja, den habe ich schon gehört. Mit dem war ich in einer Klasse. Am Gymnasium, ja. Cool, da kennst du ja vorher jetzt die Promis. Ja, ja, klar. Nee, mit dem war ich in einer Klasse. Und das hat mich mega gefreut, dass der es in die Nationalelf geschafft Voll hat, weil er hat früher schon immer super viel Fußball gespielt und war ein sehr bescheidener und netter Junge. Ja. Also es freut mich. Und ich freue mich natürlich auch, wenn immer sein Name fällt und er da auch gute Aktionen für Deutschland startet. Also Jonas, weiter so. Wir Saarländer sind stolz auf dich. Ja, wir freuen uns. Ja, auf jeden uns. Fall. Ja, und cool. Ach so, Shop, der Beitrag über Bundeswehr hast du uns letzte Woche angekündigt. Genau, ja. Ja, was hast du uns erzählt? Genau, darüber? Ja, wir waren ja dort, also in der Kaserne in Saarlouis war das. Ja. Und haben uns da mal erkundigt, so was die Bundeswehr auch anbietet, für generell anbietet, aber auch eben auch speziell für Studierende jetzt, die fertig sind mit ihrem Studium. Und es war tatsächlich wirklich sehr, sehr interessant. Es war allerdings, man hat tatsächlich auch gemerkt, es musste super viel geregelt werden, dass wir da filmen durften auf dem Gelände. Also da musste ewig viel hin und her telefoniert werden, bis wir es dann durften. Und als wir es dann durften, kam auch tatsächlich noch mal jemand und hat gefragt, ob wir das auch hier dürfen. Okay. Also da wird schon alles im War Auge behalten. War ja schon ziemlich streng. Ne? Habt ihr da irgendwie Angst gehabt? Oder so? Nee, da hatten wir. War die waren alle auch super nett. Also der Mann von der Wache, der auch da kam, der hat auch dann ganz scherzhaft gesagt, wenn sie da mit den Mädels nicht klarkommen, dann rufen sie mich. Ay, cool, super. Nee, das war super. Das klingt doch echt super spannend. Und ich würde sagen, den Beitrag, den wollen wir euch nicht vorenthalten. Und alle, die jetzt drauf gespannt sind, wie das dort ausgesehen hat bei der Bundeswehr, den Beitrag, den zeigen wir euch jetzt. Und wichtig ist halt immer, weil viele denken bei der Bundeswehr immer nur an das, also Soldaten.
Waffe, Helm, Auslandseinsatz, Verpflichtungszeit, aber es gibt halt genauso den zivilen Bereich bei der Bundeswehr, wo man ein Stipendium für ein ingenieurwissenschaftliches Studium erhalten kann. Man kann eine Beamtenlaufbahn mit einem Verwaltungsstudium einschlagen. Immerhin über 50.000, die in dem Bereich arbeiten und später in der Verwaltung oder der Wehrtechnik bei der Erprobung von Fahrzeugen, Flugzeugen, Schiffen und so weiter eingesetzt werden. Also geht es jetzt erstmal gleich um den Ton? Nee, der Ton ist gut jetzt. Wie muss Bewerbung aussehen? Okay, da haben wir eben feste Formulare. Online-Bewerbungsportal. Sind wir im Aufbau? Interne Personalakquisen oder Outsourcing? Achso, ob wir das selbst durchführen, genau, die gesamte Bewerbungsverfahren? Nee, das machen wir schon alles selbst. Gut, das kriege ich glaube ich gerade noch so hin. Sollen wir das, also wir können es auch, wenn das hier nicht spannend genug ist, auch ins irgendwas anderes suchen als Hintergrund. Über welche Kanäle sprechen Sie denn potenzielle Bewerber an? Wir nutzen mittlerweile eigentlich alle Möglichkeiten, die uns geboten werden, sei es das Internet, Fernsehen wird genutzt, teilweise auch Kinowerbung und ganz klassisch Printmedien sind eigentlich auch dabei. Und durch wie viele Hände wandert so eine Bewerbung, bis sie beim richtigen Ansprechpartner ankommt? Der erste Ansprechpartner sind wir hier in der Karriereberatung. Wir haben zwei Büros im Saarland, eins in Saarlouis und eins in Saarbrücken. Das ist immer der Erstkontakt mit dem Karriereberater. Dort würde man seine Bewerbung auch einreichen und wir leiten die dann an die zuständige Stelle nach Köln weiter. Also es ist im Endeffekt nur eine einzige Person, die zwischen der Einstellungsbehörde steht und das ist der Karriereberater vor Ort. Aber natürlich, jede Dienststelle hat eine Flagge, die morgens normalerweise zum Sonnenaufgang gehisst und zum Sonnenuntergang wieder niedergenommen wird. Es gibt so ein militärisches Protokoll, da müssen alle stehen bleiben, müssen stillgestanden gehen, müssen grüßen. Das ist dann schon eine Besonderheit. Oder wenn irgendwas passiert ist, wird dann auch Halbmast geflaggt, das gehört da schon mit dazu. Und wie lange dauert es, bis der Bewerber ein erstes Feedback bekommt? Wenn er seine Bewerbung eingereicht hat und er zum Einstellungstest eingeladen wird, das kann schon ein paar Wochen oder auch Monate dauern, bis er dann in Köln wäre zum Einstellungstest. Der Test dauert 3 Tage und nach den 3 Tagen weiß er Bescheid, ob er eingestellt werden kann, ob er in seinen Wunschverwendungen mit seinem Studium eingestellt werden kann und wann er bei der Bundeswehr eingestellt wird. Entschuldigung, erstmal meine Mütze, weil diese Marinemützen werden auch manchmal ganz gerne eingesammelt. Die sehen nämlich gut aus, hübsch. Der Mungo lässt sich auch unter einen Hubschrauber hängen als Außenlast oder auch in einem Hubschrauber transportieren und dient halt dazu, dem Fallschirmjäger vor Ort schnellstmöglich eine Mobilität zu gewährleisten. Oder auch der Wolf, das sind diese Geländewagen in der Halle. Bei der Bundeswehr hat halt, wenn man jetzt Wolf, Mungo hört, alles im Regelfall Tiernamen. Wir haben Leopard, Puma, wir haben Tiger, gibt viele verschiedene. Und jetzt hatten Sie vorhin erzählt, es gibt auch so einen Chat. Ja, genau. Den iChat, den gibt es seit einigen Jahren. Da kann man sich auf unserer Seite bundeswehrkarriere.de drauf anmelden, wird direkt mit einem Karriereberater irgendwo in Deutschland verbunden und kann mit dem ganz normal eben chatten und seine Fragen stellen, vielleicht schon bevor man in einem Gespräch war oder auch als Vorbereitung zu einem Gespräch hin. Genau, hier dieser Karrierechat. Hier raufklicke. Ja, dauert. Das dauert jetzt gerade einen Moment. So. Meldet man sich an. Also hier oben ist zwar ein Foto drin, aber das, man wird zwar ab und zu gefragt, ob man derjenige ist, aber das ist einfach nur so ein Stellvertreter-Foto. So, damit jetzt derjenige, wenn ich mich da anmelde, nicht Gott weiß, was da ich bin, dann klickt man einfach auf Verbinden, muss halt eben seinen Namen angeben. Verbindung wird hergestellt. Hallo, ich möchte. So, senden. Jetzt sieht man, oh, Karrierecenter Mainz, das ist gerade ganz lustig, weil ich bin nachher selbst das Karrierecenter Mainz. Das heißt, derjenige, der jetzt gerade chattet, den kenne ich auch. Und dann läuft das hier einfach als Frage- und Antwort-Spiel. Das ist auch kein offener Chatroom, wo jetzt mehrere Leute rein können, sondern wirklich nur einer, sodass man auch persönlicher auf denjenigen eingehen kann. Und wenn ich halt derjenige bin, der diesen Chat durchführt, kann ich mich mit maximal 2 Personen unterhalten. Jeder aber in einem eigenen Kanal drin.
Und das ist schon immer ganz interessant. Meistens geht es rein um Fragen wie eben, wie bewerbe ich mich, wie erreiche ich jemanden, ich bin so und so alt, was kann ich bei der Bundeswehr machen? Das sind also schon recht allgemeine Fragen, wo wir auch oft dann natürlich auf die Internetseiten und so weiter und so fort verweisen müssen, weil das sonst auch zu ausufernd wäre. Aber es kommen auch schon fachspezifische Fragen, wo eben jemand sagt, ich habe den und den Schulabschluss, ich habe das und das Studium absolviert oder die Ausbildung, kann ich zur Bundeswehr, was muss ich beachten, wer ist mein zuständiger Karriereberater, dann helfen wir dabei. Unser Ziel ist es ja, den Leuten ihre Fragen zu klären und immer den Kontakt herzustellen zwischen Karriereberatung und eben dem Interessenten. Ich kann mir auch den Chatverlauf anzeigen, um das dann vielleicht auch auszudrucken, weil mir irgendwas Wichtiges gesagt wurde, was ich dann mitnehmen will zur Karriereberatung, dass ich sagen kann, ich war in diesem Chat drin, da hat mir jemand gesagt, du kannst doch Panzergrenadier-Feldwebel werden und jetzt möchte ich mich gerne genau über diese Verwendung mehr beraten lassen. Ja, und jetzt sind Sie auch live hier bei uns im Studio, Kapitän ja. Leutnant. Ist das ganz richtig? Genau, richtig. Ja. Genau. Wollen Sie vielleicht mal kurz erzählen, wie das Sie denn zur Bundeswehr gekommen sind? Ja, ich selbst habe 2007 Abitur gemacht, komme auch hier aus dem Saarland und habe mich schon relativ früh mit der Bundeswehr auseinandergesetzt, weil ich mich schon immer für Technik interessiert habe und auch für Geschichte, kam die Militärtechnik im Speziellen, habe Geschichten gehört von meinem eigenen Vater und so weiter und habe mich dann mit dem Thema auseinandergesetzt. Habe ein Gespräch in Saarbrücken war das damals 2006 beim Wendensberater gemacht und dann wirklich das Fachwissen mir angeeignet, was kann ich mit meinem Abitur nach der Schule bei der Bundeswehr machen und erreichen. Cool, und dann haben Sie auch nie das bereut, dass Sie das gemacht haben? Nö, es gibt sicherlich Tage, wo das spannender ist und Tage, wo man es mal bereut, das ist, denke ich, bei jedem Beruf so, aber insgesamt würde ich es nochmal so machen. Hier und da vielleicht nochmal an der Stellschraube arbeiten, wo man sagt, den Weg vielleicht ein bisschen anders wählen, aber so kann ich das Ganze empfehlen. Und für mich selbst war es also wirklich bisher auch eine gute Zeit, sind jetzt ja dann auch schon 9 Jahre, jetzt dann am 1.7. Ja. Super, das ist jetzt am Freitag. Ja genau, da habe ich dann 9-Jähriges. Genau, und wie ist das denn jetzt, wenn ich jetzt als Absolvent von der Uni mir überlege, ich möchte vielleicht gern zur Bundeswehr, was gibt es denn da für Möglichkeiten? Dann für mich? Also wir bieten, Bundeswehr hat diese, wie man es eben im Beitrag auch gesehen hat, diese zwei Bereiche, den militärischen und zivilen Bereich. In beiden kann man mit jedem Schulabschluss, aber natürlich auch mit einem akademischen Abschluss sich bewerben, um dort dann zum Beispiel eine Laufbahn der Beamten im gehobenen oder im höheren Dienst einzuschlagen. Je nachdem, welches Studium man vorher absolviert hat, Jura, aber auch Wirtschaftswissenschaften oder Ähnliches, kann dann dort eben geprüft werden, ob wir denjenigen einstellen können. So ist es im zivilen Bereich. Das ist im Endeffekt, bin ich dann später vielleicht in der Verwaltung tätig. Ich bin kein Soldat, ich muss mich da nicht verpflichten, habe keine Uniform und keine Waffenausbildung. Auf der anderen Seite gibt es aber auch weiterhin die Laufbahn der Offiziere. Gerade mit Medizinstudium oder auch rechtswissenschaftlichen Studien gibt es da Verwendungsmöglichkeiten. Okay, gut. Also, und wenn ich jetzt während dem Studium vielleicht mal ein Praktikum bei der Bundeswehr machen möchte, um mal da reinzuschauen und zu gucken, ist das vielleicht was für mich, wäre das auch möglich? Jein, sage ich mal. Das kommt immer ein bisschen drauf an, auch wieder, was man studiert, was man in der Bundeswehr sehen will, wie lange das Ganze geht. Wir haben schon Einheiten der Bundeswehr, die das anbieten. Ich kenne selbst in München eine medizinische Einheit, die auch in der Mikrobiologie forscht. Dort werden Bachelor-Masterarbeiten durchaus verfasst. Aber dass man jetzt mal für, ich sag mal, 4 Wochen, 5, 6 Wochen bei den Fallschirmjägern arbeiten kann, das ist dann eher weniger der Fall. Also es kommt schon auf das Fach an. Da ist immer empfohlen, sich mit dem Karriereberater in Verbindung zu setzen. Hier im Saarland haben wir eben das Büro in Saarbrücken und in Saarlouis. Wir haben aber auch in Trier, Kaiserslautern verschiedene Büros. Und dort kann man dann die Verbindung herstellen und einfach mal nachfragen, geht sowas? Und dann klären wir das. Und grundsätzlich, wenn ich jetzt nach meinem Abschluss sage, ich möchte zur Uni, mache ich das auch besser über so ein Büro? Also gehe ich mal erst hin und frage mal, was gäbe es da für mich? Es ist im zivilen Bereich nicht vorgeschrieben, dass man zu den sogenannten Karriereberatern geht. Im militärischen ist es so. Aber wir empfehlen es schon. Wir haben auch in Saarbrücken einen extra zivilen Karriereberater sitzen, der Herr Seubert, der aus dem Bereich kommt, diese ganzen Laufbahnausbildung durchlaufen hat und dann natürlich der Fachmann für ist. Ich kann da auch was drüber erzählen, meine Kameraden natürlich auch, aber er ist speziell dafür da. Und da kann man immer einen Termin ausmachen, fährt im Prinzip bei ihm vorbei, lässt sich da mal berieseln. Was kann ich mit, was bringe ich mit, was bietet mir die Bundeswehr, wie bilde ich mich vielleicht weiter? Macht vielleicht auch dann mal einen Truppenbesuch, 1, 2 Tage bei einer militärischen Dienststelle und guckt sich das an, ist das überhaupt was für mich? Und wie ist das? Können Sie irgendwie grob sagen, wie viele Neueinstellungen Sie da pro Jahr haben? Jetzt sage ich mal von Leuten, die von außerhalb kommen. Also wir haben etwa im Jahr so 20.000 Neueinstellungen
im militärischen Bereich. Das brauchen wir auch, da wir ja diese Zeitverträge haben, Soldaten auf Zeit, die vielleicht für 4 Jahre, für 8, für 12, 13 kommen. Die müssen immer wieder regeneriert werden. Und deswegen ist diese hohe Anzahl auch an Neuanstellungen. Viele davon sind aber vielleicht auch Soldaten, oder keine Soldaten mehr, die mal bei der Bundeswehr waren und jetzt wieder zur Bundeswehr kommen möchten. Das sind dann Wiedereinsteller. Also das ist auch möglich, wenn man vielleicht mal seinen Grundwehrdienst geleistet hat, dann studieren geht und dann wieder zur Bundeswehr möchte. Ja. Und wie viele Mitarbeiter haben jetzt so, also Personalabteilung ist wahrscheinlich schwierig zu sagen. Ja. Also ich sag mal so, in der Karriereberatung sind wir im Saarland 6 Berater. Okay. Also im Saarland, das gesamte Saarland wird abgedeckt durch 6 Berater. Deutschlandweit gibt es 110 Büros mit im Schnitt etwa 3 Beratern, also etwas über 300. Das ist eigentlich auch kein anderes Unternehmen, was diese Dichte ansetzt. Mhm. Wir sagen immer, man darf eigentlich nicht länger als 1 Stunde mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum nächsten Büro brauchen. Unser Hauptpersonalamt in Köln hat aber allein über 3000 Stellen. Also dieser gesamte Bereich Personal ist sehr groß, da wir natürlich auch viele Soldaten zu verwalten haben. Und da hängt halt immer sehr viel mit zusammen und deswegen gibt es auch diese vielen Stellen. Ja. Und wenn ich mich jetzt bewerben möchte, gibt es da ein spezielles Büro, das für mich zuständig ist? Oder? Ja, es wird empfohlen, natürlich in das Büro zu gehen, das am nächsten ist. Es gibt auf der Internetseite so einen Beratungsstellenfinder, da kann man seine Postleitzahl eingeben und dann wird das zuständige Büro gesucht. Okay. Hier im Saarland haben wir es nach Landkreisen aufgeteilt, ob Saarbrücken oder Saarlouis ist. Aber man kann hingehen, wo man möchte, ob das jetzt, weil man vielleicht aus der Gegend von Trier kommt, aber hier in Saarbrücken zur Uni geht, dann gehe ich doch jetzt, mache hier einen Termin aus und gehe noch in Saarbrücken in die Stadt am Bahnhof, da ist das Büro und mache da das Gespräch. Mhm. Oder ob ich dann doch lieber in Trier ins Büro gehe, das steht jedem frei. Okay, gut. Und was ist Ihrer Meinung nach so das Wichtigste, was in den Lebenslauf rein müsste, wenn man sich jetzt bei der Bundeswehr bewirbt? Wir haben jetzt keine festen Vorgaben. Also bei uns gibt es kein Bewerbungsanschreiben im militärischen Bereich und auch ein Lebenslauf. Bei uns heißt, er muss lückenlos sein. Also ob da jetzt jemand reinschreibt, was seine Eltern von Beruf sind oder nicht, das ist mir total egal. Da sind wir nicht so versteift, das wird da nicht so analysiert später von irgendjemand, wo ist da, welche Satzzeichen wurden da gesetzt. Wichtig ist einfach, dass wir sehen, wer ist derjenige, was hat der gemacht? Schulische Ausbildung, hat er irgendwo gejobbt, war er arbeitslos gemeldet, auch das gehört natürlich mit dazu, dass wir sehen können, die Tätigkeit ist einfach komplett abgeschlossen. Ja. Und jetzt hatten wir ja auch in dem Beitrag gesehen, dass es diesen iChat gibt. Ja. Also das finde ich natürlich irgendwie sehr interessant. Ich würde das nämlich auch nutzen. Wie ist denn da so die Resonanz? Wird das viel in Anspruch genommen oder noch nicht so? Ja, das ist teilweise auch manchmal durchaus wetterabhängig, ob die Leute jetzt eben im Schwimmbad sind oder zu Hause am Computer sitzen. Aber es wird schon viel in Anspruch genommen. Wenn ich diesen iChat mache, der ist von 9 bis 17 Uhr, montags bis freitags, habe ich im Schnitt, ich sag mal so, 20 Gespräche an diesem Tag. Das kann mal ein Gespräch sein, das nach einer Minute beendet ist, weil derjenige vielleicht nur eine Adresse rausfinden wollte. Oder ein Gespräch, was auch teilweise eine Stunde geht, weil derjenige sehr fachspezifisch fragt. Er ist verheiratet, hat Kinder, er will wissen, wie ist das mit Elterngeld und so weiter und so fort. Und da muss man natürlich schon genauer auf denjenigen eingehen. Okay. Und wer kommt so zu Ihnen in die Büros? Sind das auch sehr oft Abiturienten, die dann da kommen? Oder auch... Das ist ganz, ganz gemischt. Wenn ich jetzt an heute denke, ich war ja heute auch im Büro, da waren ein Junge und ein Mädel jeweils auch mit den Eltern zusammen. Das waren zwei Hauptschüler gewesen, aber auch Abiturienten. Gerade natürlich kommt auch da wieder drauf an, wie ist es gerade im Schuljahr, sind die Abi-Zeugnisse gerade ausgegeben und deswegen ist es ganz gemischt. Aber wir haben auch Personen, die 30, 40, 50 Jahre sind, Akademiker bei uns sitzen, Abiturienten natürlich, bis zur Hauptschule runter, teilweise, was auch ab und zu ist, ohne Hauptschulabschluss, weil auch da ist eine Einstellung bei der Bundeswehr theoretisch möglich. Deswegen, da steht jedem eigentlich Tür und Tor offen. Cool. Und Sie haben uns hier auch noch ein bisschen was mitgebracht, das können wir dann vielleicht auch mal noch zeigen. Die kenne ich schon, das waren so Plakate auch, ne? Genau. Soll ich's mal zeigen? Es gibt so eine Werbekampagne, die immer mal mit neuen Sprüchen rauskommt. Jetzt im Sommer wird sich das Richtung, wo die Olympischen Spiele anstehen, auch Richtung Sport konzentrieren. Da kommen immer diese Sprüche und danach auch gewisse Berufsporträts. So wird man sehen, dieses Muster, so möchte die Bundeswehr da quasi ein bisschen auftreten. Man will halt schon zeigen, dieses Getarnte, dass man es das ein bisschen deutlicher erkennt. Ja, man erkennt noch die etwas älteren Broschüren mit dem Blauton. Das geht jetzt ein bisschen in eine andere Richtung. Morgen sind wir auch in Saarbrücken in der Fußgängerzone mit einem Fahrzeug. Das ist die Jobmeile, das ist so vorm Thalia. Da haben wir auch so ein Infomobil dabei. Das ist auch so angestrichen, dass man uns auch einfach natürlich von weiter weg direkt erkennen kann. Weil einige denken auch manchmal, ich bin Pilot und kein Soldat und da hilft sowas schon weiter. Ja, ich finde das sehr toll, dass Sie auch in Uniform gekommen sind und auch die Mütze dabei haben, wo Sie gesagt haben, die ist so begehrt.
Ja, da muss man noch mal ein bisschen drauf aufpassen. Die wird manchmal ganz gerne eingesammelt. Dann kann man hoffen, dass man sie wieder kriegt. Ja, okay, cool. Dann bedanke ich mich recht herzlich, dass Sie bei uns waren. Ich danke mir für die Einladung. Ich bringe Ihnen noch was Süßes an. Oh ja, dann nehme ich was. Es ist ja recht warm. Nehme ich mal keine Schokolade, sondern hole ich mir ein paar Gummibärchen. Ja, genau. Das ist doch super. Und dann, ja, vielen Dank, dass Sie hier waren. Ja, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Und vielleicht sind wir sicher noch mal bei der Bundeswehr. Ja, schauen wir mal. Können ja, mal genau. Gucken. Alles klar. Mein Studium geht ja noch ein bisschen. Können wir gucken. Ja. So, und von der Bundeswehr weg hin zu dem Thema über Europa, wie wir euch ja auch schon in den letzten zwei Wochen auch an Beiträgen gezeigt haben, seht ihr jetzt den nächsten Beitrag dazu. Geht das für Sie? Oder ja, so? Das ist eigentlich ganz doch, gut. Doch, vielleicht. Ja, machen wir mal die Decken. Vielleicht kletter ich hoch und hänge das ein. Ja. Das geht. Ich mache die Spritze dabei beide für den Stuhl. Und wenn wir das Dach oben überlegen könnten, schaffen Sie das? Das müsste gehen, oder? Nee, das wird nicht halten. Nicht. Ah, ja, sind das hinter den Büchern irgendwie eingeladen? Eins tiefer. Ah, ja, oder ich halt. Die ganze Zeit. Ja, wenn man hier ein Buch rechts. Ja, versuchen wir das. Es wird dann besonders lustig, wenn wir es während ihrer Aufnahmen alles zusammenfassen. Die Karte hängt jetzt ein bisschen tief, aber Sie werden sie ach, wahrscheinlich trotzdem. Ja. Die hängt kreativ. Die hängt sehr, sehr kreativ. Ja. Das da oben wollen wir bitte nicht im Bild haben, das Chaos, was wir da in unserem Bücherschrank haben. Ja, also ich sage mal ganz einfach herzlich willkommen im Institut für Alte Geschichte der Universität des Saarlandes. Ich bin seit 10 Jahren beinahe hier in der Universität zuständig für den Bereich der alten Geschichte. Was ist alte Geschichte? Das ist zunächst einmal räumlich bestimmt durch das, was wir sozusagen als Mittelmeerraum im weiteren Sinne verstehen können. Das sieht man auf der Karte. Auf dieser alten Schulkarte, glaube ich, sehr gut. Also von Italien angefangen und Griechenland, alles das, was um das Mittelmeer herum reicht. Auch Ägypten, jedenfalls zum Teil. Und die zweite Bestimmung des Faches läuft über die zeitliche Schiene. Das heißt also von der ersten Literatur Europas, Homer, etwa 8. Jahrhundert vor Christus, bis in ungefähr das 6. nachchristliche Jahrhundert, in dem wir bereits dieses römische Reich, was Sie auf der Karte sehen, als christliches Reich wiederfinden. Über diesen langen Zeitraum erstrecken sich die verschiedenen Forschungsgebiete der alten Geschichte, wobei es in der Regel so ist, dass die Kollegenschaft sich spezialisiert und man entweder sich mehr mit der griechischen oder mehr mit der römischen Geschichte beschäftigt. Warum ist das Fach interessant? Das können wir an der Karte des römischen Weltreiches ganz schnell erklären. Wenn Sie sich klar machen, dass wir hier als Teil des römischen Weltreiches Regionen sehen, die heute Krisengebiete sozusagen vor unserer Haustür sind. Das fängt ja in gewisser Weise mit der Türkei schon an. Und das geht über den syrischen Raum, über das heutige Israel, nach Ägypten weiter und dann im Grunde die ganze Strecke der Maghreb-Länder entlang. Dann sehen Sie den großen Unterschied. In dieser langen Zeit der römischen Kaiserherrschaft, also ungefähr von Christi Geburt bis eben ins 5., 6. nachchristliche Jahrhundert, haben die Einwohner dieses Territoriums in den meisten Phasen in der Regel eine ganz friedliche Lebenssituation vorgefunden. Ich sage meistens, weil es zu den Besonderheiten der Spätantike gehört, also etwa 3., 4. nachchristliches Jahrhundert, dass die Grenzen gefährdet sind. Die Grenzen am Rhein, die Grenzen an der Donau und dann auch die Grenzen hier im östlichen Bereich, wo Rom über Jahrhunderte in einem Konflikt steht mit einem östlichen Großreich, das wir als Perserreich bezeichnen können, summarisch. Ja, doch spannend, als ich dachte. Ja, schön. Dann habe ich Sie ja schon beinahe überzeugt. Genau, da haben Sie mich schon mal überzeugt. Schön. Ja. Wir haben eine Replik draußen auf dem Flur.
Und wenn wir gerade wechseln wollen, dann machen wir das. Ja. Das ist bestimmt nicht so einfach ins Bild zu bekommen. Das ist eine 1:1 Replik, ein Faksimile der sogenannten Tabula Peutingeriana. Peutinger war ein Gelehrter, der sich mit dieser mittelalterlichen Kopie einer kaiserzeitlichen Straßenkarte beschäftigt hat. Und deshalb trägt diese Karte seinen Namen, die Tabula Peutingeriana. Wenn Sie hier hinschauen, dann können Sie nachvollziehen, warum man diese Karte in dieser Form auf die Spätantike datieren kann. Hier sehen wir nämlich die Stadtgöttin von Konstantinopel. Und Konstantinopel ist erst unter Konstantin, dem christlichen Kaiser, in der ersten Hälfte des 4. nachchristlichen Jahrhunderts so zur neuen Hauptstadt geworden. Und da wir das hier sehen, können wir sagen, die Karte muss in der Zeit oder danach entstanden sein. Eine merkwürdige Darstellung Europas. Schauen Sie, das ist Italien. Also dieser kleine Wasserstreifen, der dahinter liegt, das soll die Adria sein. Das Mittelmeer ist also komplett zusammengedrückt. Hier unten im Süden haben wir die afrikanische Küste. Das stimmt sozusagen von den Dimensionen her gar nicht. Aber die Karte will auch etwas ganz anderes vermitteln. Sie will uns die Entfernungen, die Distanzen zwischen bestimmten Stationen auf den Wegen der römischen Kaiserzeit vermitteln. Das ist also quasi eine Handreichung, wenn Sie eine Reise hätten planen müssen von Konstantinopel, sagen wir mal, nach Rom, ins alte Zentrum des Reiches oder auch meinetwegen in unseren Bereich, den Trierer Bereich. Jetzt müsste ich die Brille aufsetzen, damit ich es gleich finde. Ich glaube, das ist ungefähr hier. Hier ist von den Trefferern die Rede. Nicht? Dann könnten Sie mit dieser Karte etappenweise sozusagen Ihre Reise planen. Wenn Sie wollen, machen wir noch einen weiteren Gang, ja, allerdings ein Stück runter, gerne, zum Caelius, Marcus Caelius Stein. Da muss ich aber vorher die Tür abschließen. Ja, auf jeden Fall. Ja? Ja, klar. Hier aus dem Bild raus. Wollen wir die, Ihre Sachen so lange kurz drin lassen? Ja, die können wir drin lassen. Ich bin gerade bei Orga TV. Ja. Ja, das ist jetzt hier so üblich, dass immer das Fernsehen dabei ist, wenn die Altertumswissenschaftler irgendwas betreiben. Die Verhältnisse sind hier nicht so großartig, aber ich hoffe, Sie kriegen es trotzdem ins Bild. Und was wir hier sehen auf diesem Stein, in diesem Relief, ist die Darstellung des Centurio, also eines Offiziers, eines wichtigen Offiziers. Die Stellung eines Centurio ist für das Funktionieren der Armee entscheidend. Er ist ausgestattet mit allen möglichen Ehrenzeichen, die er als erfolgreicher Soldat gewonnen hat. Er trägt sogar eine sogenannte Bürgerkrone. Er hat also schon einem anderen römischen Bürger in der Schlacht das Leben gerettet. Und er hat hier die sogenannte Vitis in der Hand. Das ist ein Stock, mit dem er seine Soldaten züchtigen durfte, wenn er meinte, er müsste disziplinär gegen sie vorgehen. Also das zeigt sozusagen die ganze Würde und Stellung und Autorität, die dieser Mann hat. Und dann wird uns hier in der Inschrift unter anderem gesagt, ich muss mal gerade die Stelle finden, hier Bello Variano. Im Varischen Krieg, im Krieg des Varus, in der Varus-Niederlage, sei er ums Leben gekommen. Ja? Das ist ein ganz seltenes Beispiel dafür, dass wir einen solchen Erinnerungsstein auch genau mit den Umständen des Todes in dieser Varusschlacht kombinieren können. Das ist sonst eigentlich nie möglich. Der Beitrag zu unserer spannenden Europa-Serie-Reihe. Ja. Genau. Das war's schon wieder. Ja. Wir sind am Ende unserer Sendung und einen kleinen Vorblick, eine kleine Vorschau für nächste Woche. Und zwar haben wir so ein bisschen Beauty-Tag dann. Wir haben dazu einen Beitrag, wie man Sachen ganz einfach zu Hause selber machen kann. Plus, wir werden ein paar Sachen auch live in der Sendung machen, um euch zu zeigen, dass es wirklich kein Hexenwerk ist, sich da so Beauty-Produkte zu Hause selber zu machen. Und am Samstag spielt ja Deutschland und da würde ich sagen,
wünschen wir uns, dass das Ganze nochmal so aussehen wird nächste Woche. Aber wir verabschieden uns schon mal. Wir sehen uns nächste Woche. Grüße aus dem Studio und bis nächste Woche. Und das wollen wir am Samstag sehen.